Hallo, na, guten Morgen, wie geht's dir heute? Geht's dir gut? Ja, Schön. lege ich jetzt schlafen. Sehr gut. Achtung, jetzt kommt's. Ich habe noch nicht mal meinen Kaffee bekommen heute. So, wir warten auf die Torte, auf die Retorte, die wird heute geliefert. Nehmen wir eine Kopie unseres Kindes. Sogenanntes Retortenbaby. Versteht ihr? Bambi und so. Ist da viel drin? Das ist Kacke drin, ich würde es nicht reinmachen, da. Nee, ich bin nicht dran. Aber ich kann nicht schnell einen Tee machen. Ich kann hier einen Tee machen. Oh, bist du lieb. Du möchtest ja. Also. Oh, Mensch, also. Wollen wir heiraten? Und da guckst du komisch. Soll ich dir einen Kaffee machen? Kaffee. Ja, ich gehe jetzt zum Trödler und werde dort mal schauen, ob ich was Schönes finde. So, ich bin auf alle Fälle vom Einkaufen wiedergekommen und ich habe gekauft einen Kochtopf. Und zwar einen aus Glas. Und den habe ich jetzt gleich mal eingeweiht. Da habe ich jetzt schon Zwiebeln drin, Speck drin, Würstchen drin. Bei mir machen jetzt Frühstück. Naja, Frühstück machen wir nicht. Es ist fast Mittag quasi. Oder es ist schon Mittag, was heißt fast? Es ist schon halb Und eins. Skadis Torte ist angekommen. Skadis Torte ist angekommen heute. Die hat ja heute Geburtstag hier. Heute ist die Geburtstagsfeier. Gestern hatte sie Geburtstag. Eigentlich habe Wunderschöne Torte. dort war sie eigentlich krank gestern, deswegen Einhorntorte. haben wir heute nachgefeiert. Und dort. Nee, na, heute ist ja auch immer noch krank. Die Feier ist halt heute eigentlich. Ja, und dort war Und wegen jetzt schneide ich gerade Paprika. Und dort ist der leckere Kuchen, den wir gestern Grün, gegessen haben. gelb und roten. Der Kuchen, den wir gestern gegessen Und der haben. Papageienkuchen, den wir gestern gegessen haben, ist auch hier. Weil sie konnte So. nicht in der Kita ihren Geburtstag feiern. Deswegen haben wir den Kuchen jetzt Genau. und essen ihn auf mit unseren Jetzt haben wir echt viele Kuchen. Ja, Gäste kommen ja gar nicht so viele. Wir kommen jetzt nur, Also um die die kommen meisten, nur um Kuchen abzuholen oder kurz zu gratulieren oder kurz, mit. warte auch immer, einen Kaffee zu trinken. Und dann Ja, ist doch schon wieder. aber Oma gibt uns noch die Geschenke. Hauptsache, Oma gibt euch die Geschenke. Das ist Also wichtig für euch. Skadi bekommt zwei Geschenke, ihren Geburtstag und war von Weihnachten. Und mir bekommt nur ein Geschenk, weil mir Weihnachten keins bekommen, weil mein Geburtstag ist ja noch nicht. Liliane hat das keinen Geburtstag. Und ich bin schon wieder zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Yay. Von Lydia. Die macht eine Ladybug-Party. So, jetzt haben wir die Paprika hier und die kommt natürlich auch noch in den Topf und dann haben wir fast eine schöne Gemüsebrühe. Was machst du auf die Fleischbrühe? Ja, guck rein, da kann man in den Topf gucken sogar, aber nicht anfassen, sondern nur von der Seite gucken. Naja, jetzt dauert es auch erstmal bei mir. Wenn ich sowas mache, dann dauert das ja immer ewig. Das muss ja alle durchkochen, ordentlich. Können wir noch Tomaten hinzufügen? Was können wir denn noch so Ja, jetzt handeln? guckt man so zu, wie das alles miteinander schön verkocht. Würstchen. Das ist eine Paprikasuppe. Paprikagemüse. Gemüse. Bunte Paprikasuppe nenne ich das denn. Bunte. Ja, aber ich so bunte Paprika. Nur bunte Paprikasuppe. Ja. Warum haben wir keine Lebensfarbe zu den Kartoffeln, zu den Zwiebeln hinzugefügt? Nicht. Das Braucht man fehlt. doch nicht. Aber den haben wir Hauptsache weiß. Ja, auf alle Fälle dauert das jetzt. Lass ich jetzt so eine halbe Ja. Stunde stehen. Erstmal. Und köcheln. Und dann schaue ich nochmal nach, wie es dann aussieht. Den Topf habe ich gerade gekocht mit einem Trödler. Im Trödelladen habe ich den Topf gerade gekauft. Für Wo ihr 5 auch, Euro nur. 5 wo Euro. ihr auch meinen neuen Kleiderschrank gekauft habt. Genau, da haben wir auch den Kleiderschrank gekauft. Ich habe mich gewundert, warum ihr diesen riesen Wagen von uns mitgenommen habt. Das ist toll. Ich hoffe, das wird lecker. Aber es sieht schon jetzt so lecker aus. Papa, wenn wir mehr Zutaten haben, fragen wir mal Mama, ob sie mehr Gemüse kaufen kann. Mehr
Gemüse und Kartoffeln. Oder auch Nudeln. Weil wenn wir das wieder machen wollen, dann entweder mit Kartoffeln oder Nudeln. Aber ohne wird es wohl auch lecker sein. Kartoffel und Nudeln ist dabei. Oh, yum, 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 Kartoffel und Nudeln. Wie lecker. Kartoffeln und Nudeln. Du bist ein Laberkopf. Hey. Okay, schauen wir eine halbe Stunde nochmal nach. Oh, das ist Türkis. Hier ist wieder eine Geräuschkulisse, ja, alle da. Kannst du nicht. Damit sie ein bisschen ruhig sind. Also, ich habe jetzt mit Wasser aufgegossen. Das Ganze. Dann habe ich ein bisschen mit Salz und Pfeffer gewürzt und das ist bei rausgekommen. Eine hoffentlich schmackhafte Suppe. Oh ja, das schmeckt sehr gut. Ja, meine Familie wirkt schon ganz verhungert hier, obwohl sie gerade dick am Tisch sitzt mit Essen. Ne? Eigentlich sitzen ja alle hier unten bei, bei Ona, die jetzt ihre Mahlzeit verabreicht bekommen. Während wir gegessen haben, hat sie sie noch kurz gespielt. Lecker. So fein, der Brei. Was gibt's denn heute, Marlies, für die Kleine? Ein Gemüse-Risotto oder sowas. Gemüse-Risotto. Ja, für uns gibt's auch ein Gemüse-Potpourri. Eigentlich nicht, weil das ist ja nur einerlei Gemüse eigentlich. Obwohl, zweierlei, ne? Wir haben eine Zwiebel und wir haben Paprika. Hast du so eine Riesenzwiebel aufgeschnitten? Nein, ich habe die kleinen genommen. Nein. Wer möchte denn probieren? Ich! Sehr, sehr gut. Ich würde auch probieren. Du nicht, weil es Paprika ist, ne? Und du. Und du auch? Wieso nicht? Vernichte bitte! Okay, ich auf alle Fälle. Das ist nämlich die Suppe. Das ist jetzt quasi die Suppe als Nachspeise zum normalen Menü. Sag mal, seid ihr alle fertig oder was? Nee, ich wollte mich da noch eigentlich mal auf den Kuchen machen. Ich will ja Hunger. Ich muss das sieht so gesund aus. Das sieht wirklich richtig gut aus. Das war heute vom Kochstudio Müller. Viel Spaß beim selber kochen, beim Nachkochen oder so. Das war ja wirklich nicht schwer. Alles in den Topf und köcheln lassen. Wenn man natürlich so einen schönen Glastopf hat, sieht es auch noch angenehm aus. Das ist ja wirklich, also wie gesagt, ich finde es wirklich, das hat mich so fasziniert. So, kochen mit dem Glastopf. Bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, sagt der Tommy. Ja.